Hey, ich wollte mich mal melden und was über die Qualität und die Dauerhaftigkeit der Everjump-Seile verlieren. Ich habe hier das gelbe Seil, 125 Gramm gewichtet, und ich habe hier das schwarze Seil mit den 350 Gramm gewichtet. Und es gibt sechs verschiedene Seile bei Everjump und ich benutze die jetzt, wie gesagt, seit einem halben Jahr. Das Coole ist wirklich, die nutzen sich kaum ab. Also hier, wie ihr wisst, kann man ja die Griffe austauschen, wenn man jetzt ein anderes Seil verwenden will. Ja, und dann klippt man das einfach hier kinderleicht in das nächste Seil rein. Und dann ist es hier drin. Dann kann man das hier wieder benutzen. Und ich muss wirklich sagen, also hier unten am Boden, ich springe ja wirklich auf unterschiedlichem Untergrund, auf Asphalt, also im Studio. Und das Einzige, was ihr hier seht, ist so ein bisschen, dass es hier sich etwas verfärbt hat, aber das Seil ist weder irgendwie durchgewetzt oder so, wie ich das bei anderen Seilen vorher hatte. Bei dem schwarzen Seil sieht man das natürlich nicht, aber es ist wirklich immer noch genauso wie am Anfang. Also deswegen Qualität und Dauerhaftigkeit bei den Seilen wirklich empfehlenswert. Da gibt man lieber mal den einen oder anderen Euro mehr Geld aus, hat aber dann was für sein Geld und hat ein schönes Hit-Training, nicht nur ein Sprungtraining, sondern auch ein Oberkörperkrafttraining, weil Seilspringer ansonsten ja immer von den meisten nur für die Beine eingesetzt wurde oder Cardio, aber dadurch, dass die Seile eben unterschiedliche Gewichte haben, von 65 Gramm bis 810 Gramm, habt ihr wirklich ein schönes Ganzkörpertraining, könnt auch mal nur für 5 oder 10 Minuten ein Workout absolvieren und wisst, dass ihr wirklich für den ganzen Body was getan habt. Also wie gesagt, auf jeden Fall Empfehlung von meiner Seite, mit dem Code AZSports15 bekommt ihr 15% auf den ganzen Shop. Da gibt es auch noch unterschiedliche andere Sachen, checkt es aus und wie gesagt, meine Empfehlung, Everjump. This is Autograph. It's about leaving your mark on the world. It's about leaving your autograph. Enjoy. Sipping on my earth.